Chiara ist mein Name. Ich bin heute beim Tierarzt und warte gerade auf die Narkose, weil ich kastriert werde. Ich bin eine junge, ausgesprochen schöne Golden Retriever-Hündin und zurzeit im Teenageralter, sagen mein Frauchen und der Tierarzt. Um ein wenig Stress abzubauen, muss ich euch heute von meinen Erlebnissen in und um mein neues, schönes Zuhause berichten. Aber vor allem von den Gespenstern, die mir hier begegnet sind. Es ist kaum zu beschreiben, was sich ein Hund im Heranwachsen so alles mitmachen muss. Bei einem meiner ersten Spaziergänge in der Dunkelheit konnte ich es plötzlich und ohne jede Vorwarnung von meinem Frauchen auf einmal sehen. Es ist zu 100% sicher, gestern war es noch nicht da, um mir Angst zu machen. Ein furchteinflößendes, großes, dunkles Ungeheuer mit einer wirklich hässlichen Fratze. Es verharrte ganz bewegungslos und still. Dabei lauerte es gierig darauf, wenn ich an ihm vorbeikäme, mich zu schnappen und wer weiß, was anzutun. Mein ängstliches Wuff, Wuff half gar nichts. Frauchen reagierte nicht. Ich musste sie doch warnen, aber sie ging einfach und ganz unbeirrbar weiter. Die hat wohl vor gar nichts Angst. Oh Schreck, oh Graus! Bald waren wir auf gleicher Höhe mit dem Ungeheuer. Es bewegte sich noch immer nicht, das gemeine, durchtriebene Wesen. Mir schlotterten die Knie und mein Blut schien zu gefrieren. Ich traute mich kaum mehr zu bewegen. Da schaute mich mein Frauchen an und sagte zu mir: Das ist doch nur eine Mülltonne. Ja, jetzt weiß ich das auch. Aber woher sollte ich damals schon wissen, dass die blöden Mülltonnen ungefährlich sind? An einem anderen Tag, die Sonne schien, es war herbstlich, aber noch sehr warm, da begegneten wir beim täglichen Spaziergang äußerst seltsamen, bedrohlichen Wesen. Es waren ganz schön viele. Sie waren groß, laut, sehr kräftig und irgendwie total unheimlich. Diese verschlagenen, gehörnten Teufel zeigten mir völlig unverhofft ihr wahres, böses Gesicht. Sie galoppierten gemeinerweise mit einem unglaublichen Lärm rasend schnell auf mich zu. Die Erde bebte unter ihren Hufen, ich rannte nur noch um mein Leben. Nach 500 Metern Todesangst war ich völlig außer Atem und blieb erschöpft stehen. Beim verängstigten Blick zurück erkannte ich, die Teufel verfolgten mich nicht länger, aber mein Frauchen kam mir langsam nach und rief mir zu: Das sind doch nur Kühe! Die laufen zur Abendfütterung. Naja, sie hätten auch denken können, ich wäre an jenem Tag das Futter gewesen. In der Zwischenzeit weiß ich natürlich auch, Kühe sind Vegetarier und sie sind harmlos. Nach einigen Monaten bei meinen Menschen verstand ich auf einmal gar nichts mehr. Da kam die Zeit voller ohrenbetäubendem Lärm, heller Blitze, schallender Pfiffe und der Geruch von Feuer war überall in der Luft. Eine verwirrende und erschreckende Zeit für die Hunde. Die Menschen nannten es die Silvesternacht. Ich hatte großes Glück, denn mein Frauchen hat mich gut auf dieses Ereignis vorbereitet. Aber ein bisschen unheimlich war mir das schon. Schließlich bin ich eine Lady. Im nächsten Jahr habe ich mir vorgenommen, ganz tapfer zu sein. Jetzt
jetzt weiß ich ja schon, da passiert nichts. Mein Frauchen sagt, du musst noch viel lernen. Sie ist eine Lehrerin, sage ich euch da nur. Im Winter bei einer Bergwanderung hatten wir die Begegnung der schrecklichsten Art. Wie aus dem Nichts stand mir ein alles zerhackendes, metallisches Monster mit einem riesigen, verfressenen Maul gegenüber. Es brüllte fürchterlich und wirbelte den Schnee zu einer nebeligen, undurchsichtigen Wolke auf. Eiligst legte ich den Hunderückwärtsgang ein, um nicht in den Schlund dieses Blechmonsters zu geraten und von ihm verschlungen zu werden. Dem Hunde Gott sei Dank, ich war damals angeleint und mein Frauchen brachte mich in Sicherheit vor der Schneefriese, wie sie sagte. Heute weiß ich natürlich, die Menschen brauchen solche Geräte für den Winterdienst. Ein wenig Unsicherheit ist für junge Hunde ganz normal, sagen die Menschen. Denn auch ein Hundekind lernt und wird selbstsicher durch Wiederholungen diverser Übungen. Im Laufe meiner Kindheit sind mir noch einige Gespenster erschienen, wie zum Beispiel Kinderwegen, Rollstühle, Pferde, Hühner, der Mann mit dem Hut und Nachbarskatze. Mein Frauchen und Herrchen üben immer fleißig und liebevoll mit mir, damit ich neue Erfahrungen mit positiven Eindrücken verbinde. Das bedeutet viel Loben und keinerlei Bestrafung, wenn ich etwas falsch gemacht haben sollte. Obwohl ich mir ganz sicher bin, ich habe nie etwas falsch gemacht. Ich träume jetzt was Schönes. Die Narkose wirkt. Gute Nacht.